Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum Petunia Dursley eigentlich so fies zu Harry Potter war? Das und mehr erfahrt ihr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um die Familie Dursley und im Besonderen um Harrys Tante Petunia Dursley. Es ist wirklich kein Geheimnis, dass Harry Potter bei ihnen eine schreckliche Erziehung genossen hat und dass seine Tante Petunia und sein Onkel Vernon ihn nicht gerade mit Respekt behandelten. Die Grausamkeiten, die wir gelesen und gesehen haben, waren durchaus nicht leicht mit anzuschauen. Aber hat sich schon einmal jemand gefragt, warum Petunia eigentlich so grausam zu ihrem Neffen war? Immerhin gehörte er eigentlich zur Familie und hat ihr nichts Schlimmes angetan, oder? Harry Potter war der Sohn ihrer Schwester und damit Petunias Blut. Seine Mutter wurde gerade ermordet und Harry wurde bei den Dursleys und Petunia abgeladen. Und von Anfang an wurde er wie ein Ausgestoßener behandelt. Ihr Sohn Dudley wurde von Petunia und Vernon wie ein Gott behandelt. Aber das muss definitiv einen Grund haben. Und ich kann euch beruhigen, es hat auch einen Grund. Also lasst uns in diesem Video zusammen herausfinden, warum Harry für 11 ganze Jahre in einem winzigen, fast schon klaustrophobieerweckenden Schrank unter der Treppe gehalten wurde und Dudley hingegen 2 Zimmer bekam. Außerdem bekam Harry eine völlig falsche Info darüber, was mit seinen Eltern passierte und was er wirklich war. Ein Zauberer. Sie sagten ihm, dass James und Lily Potter bei einem Autounfall ums Leben gekommen wären. Im Grunde genommen war es schon ein Skandal. Harry wurde seine wahre Geschichte verheimlicht und er wurde wie Dreck behandelt und als ob er nicht erwünscht gewesen wäre. Das muss sehr schrecklich für ihn gewesen sein, aber es war definitiv nicht nur Petunia, sondern auch Vernon und Dudley, die sein Leben zur Hölle machten. Harrys Geburtstage wurden einfach ignoriert, er genoss nie irgendeine Art von Aufmerksamkeit und sein Cousin Dudley wurde dafür sehr, sehr doll verwöhnt. Harry wurde auch eine Menge Hausarbeit aufgezwungen, während Dudley einfach chillte. Und das alles lag an Petunia, denn Petunia hegt einen bitteren Groll gegen ihre Schwester aus ihrer Jugendzeit. Aber habt bitte etwas Geduld mit dem Erklären, denn wir gehen weit in ihre Jugend und sogar Kindheit zurück. Beide Schwestern liebten sich damals und spielten jeden Tag miteinander. Und beide hatten keine Ahnung, dass Magie real war oder dass überhaupt so etwas existierte. Etwas, was nur als Fantasie und Traum galt, wurde dann eines Tages real, als sie bemerkten, dass Lily Dinge tun konnte, die sie nicht tun sollte, beziehungsweise die für Muggel nicht normal waren. Doch nur bei Lily bemerkten sie die Anzeichen für Magie und eine generelle magische Existenz. Sie entdeckten, dass die Magie tatsächlich real ist und dass sie eine Hexe ist. Somit war es ihr auch möglich, die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen, eine der besten magischen Schulen, die es auf der Welt gibt. Lily würde viele neue Sachen auf ihren Reisen kennenlernen, Zaubersprüche wirken, Tränke brauen und auf magische Kreaturen treffen. Dies war alles für Lilys Zukunft bestimmt, leider nur für Lilys und nicht für Petunias. Das ist natürlich eine sehr harte Realität für Petunia, die sie aber leider akzeptieren muss. Sie stellte sich natürlich genauso vor, wie ihre Schwester magisch zu sein und diesen Traum der Magie zu leben. Und dann fragte sie sich, warum deine Schwester etwas Besonderes ist und du das nicht sein sollst. Warum es jemandem ermöglicht wird, magisch zu sein und warum du diese Gabe nicht haben kannst. Und sie war sicherlich nicht die einzige 11-jährige Person, die sich fragte, warum sie nicht nach Hogwarts gehen durfte. Daraufhin war Petunia sehr verletzt und sogar so sehr, dass sie am Boden zerstört einen Brief an den Schulleiter von Hogwarts, zu dieser Zeit Albus Dumbledore, schickte und ihn fragte, ob sie auch nach Hogwarts kommen könnte, unter der Bedingung, dass sie härter und länger arbeiten würde als alle anderen Schüler der Schule. Dumbledore nahm sich wirklich auch die Zeit, um diesen Brief zu lesen und zu beantworten, leider nicht positiv für sie und er wies sie freundlich ab. Als Petunia schließlich erkannte, dass sie die Welt der Zauberei niemals sehen würde oder uns ein Teil davon sein könne, wurde sie sehr wütend, bitter, gemein und nachtragend, besonders auf ihre Schwester, da diese magische Kräfte erhalten hatte und sie nicht. Petunia war sehr emotional, was das Thema anging und wurde später so kalt zu ihrer Schwester und sehr, sehr unfreundlich. Sie gab ihrer Schwester das Gefühl, wertlos und nichts Besonderes zu sein, ganz im Gegenteil, etwas Schlechtes. Und ja, das ist natürlich ein sehr, sehr selbstsüchtiges Verhalten, aber man darf auch nicht vergessen, dass Petunia zu diesem Zeitpunkt erst 11 Jahre alt war. Petunia hatte nach außen hin den Hass und im Inneren hatte sie das Gefühl, nicht gut genug zu sein und nicht wirklich geliebt zu sein, einfach weil Lily immer das besondere Kind mit den besonderen Fähigkeiten war. In ihrem späteren Leben traf sie auf Vernon Dudley, einen Muggel, der ähnlich passiv-depressiv war wie sie, und sie heirateten schließlich. Später bekamen sie gemeinsam ihren Sohn Dudley Dursley.
Zu etwa derselben Zeit bekamen Lily und James Potter ihren Sohn Harry Potter, aber als Harry noch ein Baby war, wurden seine Eltern Lily und James von Lord Voldemort getötet. Baby Harry wurde von Dumbledore und Hagrid mitgenommen und vor Petunias und Vernons Haustür gelegt. Aber obwohl sich Petunia als furchtbare Mutter für Harry und auch Dudley erwies, natürlich in ganz unterschiedlicher Weise, hat sie das Baby Harry trotzdem bei sich zu Hause aufgenommen. Sie hätten Harry durchaus auch ablehnen können und das war dann auch das Schönste, was sie je getan hat, also Harry aufzunehmen. Als Harry dann bei den Dursleys zu Hause war, kroch Petunias unterschwellige Verbitterung gegenüber ihrer Schwester und der Zauberei wieder hervor. Jetzt hatte sie zwei Kinder und sie wusste bereits im jungen Alter, dass eines der Kinder die Zauberei innehatte und eines nicht. Und nun hatte sie die Wahl, wie sie sich verhalten könnte bei den zwei Kindern. Sie könnte ihre Kinder gleich behandeln, offen mit der Thematik umgehen und vielen Problemen aus dem Weg gehen. Sie könnte auch das magische Kind als besonders sehen und das andere als normal. Oder sie könnte, wie sie es auch schließlich getan hat, das magische Kind benachteiligen und ihm verschweigen, dass es magisch ist. Da sie selber in der Position von Dudley war, benachteiligte sie diesmal das magische Kind, also Harry. Sie entschied sich bewusst dafür, Harry schlechter zu behandeln und das wahrscheinlich aus einem Gefühl von Rache an ihrer Schwester und der Zauberei. Sie war diejenige, die Harry für die ersten 11 Jahre seines Lebens das Gefühl gab, wertlos zu sein. Damit bestrafte sie ihre Schwester indirekt und Harry, der die magischen Kräfte hatte, die sie und ihr Sohn natürlich auch nie hatten und haben werden. Sie hatte die Chance, ihn gut zu behandeln und tat es absichtlich nicht, um sich besser zu fühlen. Viele sagen vielleicht, dass Harry von ihr misshandelt wurde und dass sie keinerlei Reue für die Behandlung ihres Neffen empfindet. Sie entschuldigte sich auch nie für das, was sie Harry angetan hat, aber das, was sie getan hat, bereitete ihn sehr gut und effizient auf die Herausforderungen in der großen, weiten Welt vor. Ich sehe Dinge gerne positiv und optimistisch und obwohl es schlimm für Harry war, hat es ihm doch einen gewissen Vorteil in der Welt eingebracht. Es gibt auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, einen Grund für Petunias Verhalten gegenüber Harry während der Jahre. Ob man glaubt, dass das Verhalten zu rechtfertigen ist oder ob ihre Entscheidungen so okay getroffen wurden, muss jeder für sich selbst entscheiden. Lasst mich aber gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der jüngeren und von der älteren Petunia Dursley haltet und ob ihr ihr Verhalten in irgendeiner Form gerechtfertigt findet. Eventuell gibt es ja einige unter euch, die eine gewisse Sympathie oder Verständnis für sie haben. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und dein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, feuer sie mir direkt gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.